Okay. Ich bin Nina, 31 Jahre alt und die erste Vorsitzende hier vom Klepperstall e.V. in Zülpich. Wir beherbergen ca. 30 Pferde, haben in Pflegestellen noch Pferde und kommen so auf eine Summe von 50 bis 60 Pferden insgesamt und sind natürlich unheimlich dankbar für die Hilfe vom Waldi und hoffen, dass noch viele Leute mitziehen und uns unterstützen. Also unser Hof finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Wir können dieses Jahr aufgrund von Corona kein großes Sommerfest stattfinden lassen, was immer unser Winterfutter sichert, und haben so ein bisschen Angst vor der Zukunft, da halt alle Sommereinnahmen uns ja ausfallen werden und das Futter trotzdem beschafft werden muss. Ja, und hoffen auf Unterstützung. Ja, wir haben in der Zeitung gelesen, dass die Mädels Ärger haben und nicht genug Kohle haben für Futter zu kaufen. Wir haben uns direkt kurz entschlossen, heute zu organisieren. Jetzt sind wir hier, wir schwaden nicht, wir helfen. Und haben die Mädels mal gerade 50 Ballen Heu gekriegt von uns, vom Allerfeinsten. Ja, und deswegen sind wir hier. Und jetzt haben wir abgeladen und jetzt geht es wieder ab nach Hause. So, und dann hoffe ich, wir sind mit gutem Beispiel vorangegangen. Immer mal im Kleinen was helfen, das muss nicht immer groß sein. Und wenn du nur der Oma ins Innenkofe fährst oder halt auch was für Tiere machst, einfach mal was Gutes tun. Nicht immer nur an sich denken. Einfach mal tun und nicht nur einfach reden. Hey, ist die Kontonummer, können wir noch dabei schreiben. Da kann jeder mal einen Fünfer, tut keiner Sau weh. Aber dem Mädel hilft es hier, damit sie mit ihren Pferden durchkommt. Über diese Scheißzeit, die wir halt jetzt im Moment haben. Da tut keinem weh. Haut rein, ich zähle auf euch. Und euer 80 Euro, weil ihr alle euch liebt. Ciao, ciao.